Einen wunderschönen guten Abend auf dem Channel 8 Gaming. Hier ist euer 8. Wir zocken hier, wie heißt das Level? Die Necropolis, ja, so heißt das Level. Haha, hab den Namen gefunden. Ich bin der Beste. Ja, sieht spannend aus, sieht spektakulär aus. Ich frage mich gerade, was ich hier anklicken kann und was ich kaputt machen kann. Es gibt sicher was. Ich habe es noch nicht gefunden. Wahrscheinlich kann man die Skelette oder sowas anklicken. Ja, so. Okay, die Mobs kommen von hier. Das heißt für mich eigentlich, würde ich am liebsten hier einen Kanonenturm bauen, aber ja, ich weiß nicht, was wo kommt. Das ist das gerade, was mich ein wenig stutzig macht, ein wenig nachdenken lässt. Ich stelle Legolas mal hier hin. Ja, es ist nicht Legolas, aber erinnert mich immer an Legolas. Was ist die Frage? Soll ich einen gewissen Tower ausbauen oder nicht? Ja. Ja, ich könnte hier die Seiten ungleichmäßig ausbauen, aber das will ich eigentlich nicht. Machen wir ein Go, würde ich sagen. Legen wir los, starten wir rein. Meine wunderbare, schreckliche Musik. Erinnert mich an einen schlechten Horrorfilm gerade. Erinnert mich echt an einen schlechten Horrorfilm. Ja, bin ich gespannt. Da bin ich gerade extrem gespannt, wie das hier laufen wird. Okay, ich brauche eindeutig mehr Feuerkraft unten. Und oben. Und links und rechts. Und überhaupt. ja, so machen wir das mal. War das jetzt eine Welle? Verdammt, das war nur eine einzige Welle. Heilige Mutter Gottes. Okay, ich muss den Tower hier unbedingt ausbauen. Ich habe die Frage, ob die gerade durchlaufen oder nicht.
Also ich deffe hier gerade echt aus dem letzten Loch, kann man sagen. Was zum Teufel seid ihr denn? Ich habe ein ganz übles Gefühl bei den Viechern. Ich habe an die Viecher schlechte Erinnerungen und das heißt bei mir was. Die sind immun gegen physischen Schaden. Fickt euch! Ich glaube, ich habe das leider extrem verkackt und ich werde, ja, ich weiß nicht, wie ich das überleben soll, aber schauen wir mal. Unten und oben, Geist ist ziemlich übel. Vor allem, weil ich hinten keine Caster Tower habe. Und ich somit eigentlich. Ich kann gegen ihn nichts machen. Ich kann ihn wirklich nur blocken. Okay, ja, ich werde das Level neu starten. Ich habe hier einen Fehler gemacht. Ich brauche hier einen Caster Tower mindestens. Probieren wir es mal so.
Ich baue jetzt hier den Tower aus, den Cast Tower hier, weil ich hier von unten hier viel Druck abbekomme. Aber ich baue mal die Minions aus, einfach so. Ja, ich starte jetzt neu, weil ich einfach gerade gedanklich einen Fehler in meinem Plan entdeckt habe. Ja. Weil wenn ich in dem Setup, wie ich gerade spiele, nachher die Geister kriegt, die man nur durch Zauberangriffe verletzen kann, habe ich hier das Problem gerade gehabt bei der letzten Taktik. Dass dadurch zu viele Einheiten also, dass sie, sobald die Einheiten da oben durch waren oder von unten aufgekommen, ich da oben keine Caster Tower mehr habe, die einsetzen kann. Und deswegen habe ich jetzt ein wenig die Taktik nur umgestellt und ein wenig überlegt, ein wenig nachgedacht. Das war knapp. Ich weiß nicht, ob das gerade so gescheit, was ich da habe, aber.
Ja, ich bin ganz sprachlos im Moment, weil mir das gerade ein wenig so fordert und überlege, okay, was grade ich ab? Kann ich schon ins nächste Level gehen? Ja, nein, vielleicht, weiß nicht, habe Angst in die Richtung. Und ich wünsche mir gerade einen Meteoriten für die untere Lane. Entweder einen Toten auf der oberen Lane, der mir viel Gold bringt, oder einen Meteoriten für die untere Lane, weil der macht das, was gerade auf mich zuläuft, einfach wesentlich einfacher. Oder, wow, Legolas. Scheiß die Wandern, ist das gerade heavy? Also, ich bin wirklich sprachlos. Ich habe das irgendwie halbwegs gut gemanagt, vor allem weil ich so viel Caster-Tower habe. Aber. Puh! Wenn jetzt in der Taktik irgendwas zu ändern wäre, ich war damit maßlos überfordert. Ich habe jetzt kurz das Spiel pausiert. Also. Ich brauche auf die Türme da hinten mehr Feuerkraft, weil die Skelette mir einfach platt machen. Und ich brauche auch die Upgrades auf die Pala, also auf diese Soldaten hinten. Nicht beschwören, nein. Beschwören ist das Böse. Also gegen Totenbeschwörer weiß ich nicht, was ich im Moment ausrichten soll. Also, pff, am besten Willen, nope.
Aber ich kann es eh nicht verhindern. Komm, Meteorit, sei ready. Nein, böser Totenbeschwörer. Aber die Kanonentürme sind nicht gescheit effizient gegen die Zombies. Da werde ich gleich nur noch upgraden. Also werde ich den gleich nur mehr upgraden. Sobald ich es mir leisten kann. Ach ja, durchatmen, Lukas. Ja. Ja, ich kann jetzt nicht viel zu der Taktik sagen. Das ist ein sehr langer Level, muss ich sagen. Also. Jetzt kommen schon kombinierte Wellen, aber das
Jetzt schon richtig prickelnd gerade. Komm, gib's mir mit der Ritten. Man muss die ganze Zeit doppelt killen, das ist irgendwie total unreidig. Um es nett zu formulieren. Scheiß die Wand an. Ich glaube, ich werde diesen Level nicht überleben. Hilfe, Mami.
Na, Scheiße, Scheiße, Scheiße. Ich schwitze. Ich schwitze. So. Das gibt's gar nicht. Das ist so hardcore gegen die Viecher kämpfen. Komm. Heilige Mutter Gottes.
und das ist immer nicht der letzte Level und ich schwitze bis zum geht nicht mehr. Ich bin total sprachlos und total gefordert. Also ich schaue, wo rennt was, was kann ich wo umhocken. Bin gespannt, ob was jetzt aus der nächsten Wave kommt und wo das kommt. Ich frage mich noch immer, wo man auf der Map mit was interagieren kann. Es gibt immer was, aber auf der Map keinen kleinen blassen Schimmer. So, schauen wir mal. Wen hasse ich am meisten? Nee, Kommentar. Warum hasse ich sie am meisten? Ich weiß es nicht. Weil sie mega nervig sind. Scheibengeister. Oh mein Gott!
ich habe es geschafft. Mit Biegen und Brechen und Schwitzen. Ja, ich habe jetzt sehr wenig kommentiert in dem Video. Es ist einfach, es ist viel. Also, so viele Mobs auf einmal. Puh. Ja, ich habe ein neues Level freigeschalten. Das werde ich ein anderes Mal spielen. Ich wünsche euch was. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis die Tage. Ciao.